Schönen guten Tag, meine lieben Leute. Wir sind endlich da. Das Replay von Silent Hill 4 The Room startet, sozusagen. Ich hoffe, ihr habt euch schon alle das Special angesehen. Von dem, also beziehungsweise das Best-of des ersten Let's Plays. Wenn nicht, dann könnt ihr das machen, indem ihr in meine Playlist mit Best-ofs reingeht. Da werdet ihr Silent Hill 4 jetzt auch finden. Ich habe mir lange überlegt, ich sollte meine Iowa starten, damit wir auch eine zeitliche Begrenzung haben. Ich habe mir lange überlegt, jetzt auf welchen Schwierigkeitsgrad ich das spielen soll. Und ich komme leider zu der, das Spiel ist nicht gerade leicht. Deswegen würde ich sagen, spielen wir auf leicht, damit ich nicht völlig ausraste, ja? Gerade bei den Geistern und so später. Und wir starten. Und ich muss wegen der Musik, muss ich ein bisschen ab und zu mal Krach machen oder laut reden, wenn, damit im Prinzip... Ja, ich lese mal vor. Vor 2 Jahren zog Henry Townsend in Apartment 302 in South Ashfield Heights ein, einem Wohnblock in Ashfield, einer Stadt mittlerer Größe. Henry war zufrieden und genoss sein neues Leben. Ich lese mal ein bisschen was vor, damit die Musik im Prinzip mir keine Copyright-Geschichten macht. Aber vor 5 Tagen passierte etwas Seltsames. Jede Nacht schlich sich derselbe Traum in Henrys Schlaf. Und noch etwas. Er konnte Apartment 302 nicht verlassen. Yep. Alles klar. So. Kurz als Anmerkung, wir spielen die PS2-Version, denn ist für mich einfacher, als die PC-Version zu spielen. Bei der PC-Version, da muss man auch wieder was an der Einstellung drehen und tricksen und modden, damit man da 16:9 hat. Und hier bei der PlayStation 2 ist das halt deutlich einfacher. Und deswegen geht's jetzt los. Wer kann das wohl gewesen sein? Was ist hier passiert? Ja, was ist hier passiert? Das kann ich dir auch nicht sagen. Überall sind Blut und Rost. Ah, tja, mein lieber Henry. Was soll ich dazu sagen, ne? And suddenly, loud noises. Und Gesichter an der Wand. Das ist mein Zimmer, aber was zum Teufel ist hier passiert? Tja, das kann ich dir auch nicht sagen. Das ist aus einem alten Bilderbuch. Es war einmal ein Baby und seine Mutter, die durch eine magische Schnur verbunden waren. Aber eines Tages wurde die Schnur zerschnitten und die Mutter schlief ein. Da war das Baby ganz allein. Aber das Baby gewann viele Freunde in Wish House und alle waren sehr nett zu ihm. Da war das Baby glücklich. Die Seite ist zerrissen und ich kann den Rest nicht lesen. Yep. Das Radio hier so ein Krach oder was? Dieses Zimmer, ist das wirklich mein Zimmer? Ja, das ist die große Frage, ne? Es sieht furchtbar aus. Die Luft ist so schwer. Mein Kopf schmerzt. Gruselig. Sieht aus wie ein Gesicht. Yep. Alles klar. Sagt ihr hier noch was zu? Ich bin jetzt überhaupt nicht an Essen interessiert. Mein Kopf tut weh. Ich habe keine Lust mehr, jetzt die Hände zu waschen. Ja, was essen willst du wohl auch nicht, nicht wahr? Warte, was? Hat er noch was gesehen? Nee, oder? Doch. Es stinkt furchtbar. Ich habe Angst, es aufzumachen. Na, dann lass es. So einfach ist das. Die Tür ist endgültig zu. Endgültig, aber. Die Tür ist fest zu, sie lässt sich keinen Spalt öffnen. Thank you.
Silent Hill 1 Film Musik als egal. Und danach wurde er von einem Geist vergewaltigt, alles klar. So, das können wir überspringen, weil das auch Musik enthält, die auf jeden Fall Copyright-Gedingsbums ist. Da sieht man nur das Zimmer, also das normale Zimmer, so aus verschiedenen Perspektiven, also nichts Wichtiges. Und das ist er, der gute Henry, unser Protagonist. Ja, ja, wir werden viel Schönes zusammen erleben und viel Schreckliches. Das ist sicher. What the fuck? Ah, okay. Es funktioniert immer noch nicht. Cord's cut. Ja, so ist das. Und falls ihr euch fragt, warum das Spiel so beschissen aussieht, das liegt daran, dass ich es im Hardware-Render-Mode vom PS2-Emulator benutzen muss. Ne, im Software, Entschuldigung, im Software-Mode. Weil wenn ich es in den Hardware-Mode umschalte, dann gibt es wieder Grafik-Glitches, so wie bei Silent Hill Origins ebenfalls. Und deswegen, lass mal das mal. Wieso guckt er automatisch? Ich drück gar nichts und der macht das automatisch. Das ist komisch. Ich hoffe, es funktioniert alles. Da sehen wir auf jeden Fall eine attraktive junge Dame, die wir später auf jeden Fall nochmal wiedersehen. Wie sich einige von euch vielleicht noch erinnern. Denn immerhin ist mein erstes Let's Play dazu schon 5 Jahre her. Ja. Oder 4? 4, 5 Jahre? Irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube 5. Und weg ist. Wenn wir uns jetzt umgucken. Ich glaube, wir können. Ja, jetzt können wir uns umgucken. Hotel South Ashfield. So. Da sieht man allerhand merkwürdige Sachen vor sich gehen. Da unten läuft jemand rum. Und wir können übrigens ans Fenster klopfen. Ja. Aber uns hört niemand. Das ist echt merkwürdig, dass er automatisch drückt, obwohl ich gar nichts drücke. Also sobald dieses Auge auftaucht, muss man eigentlich X drücken. So wie jetzt zum Beispiel. Das ist ein Foto der Kirche, auf die ich bei meinem Besuch in Silent Hill gestoßen bin. Ich habe sie fotografiert, weil mich ihr Aussehen aus irgendeinem Grund fasziniert hat. Ja, er war also auch schon mal in Silent Hill. Das ist wichtig, dass man das schon weiß. So. Ah, great job. Badezimmer. Ein ganz normales Badezimmer. Nichts hat sich geändert, seit ich hier vor 2 Jahren eingezogen bin. Ich habe jetzt keine Lust, mir das Gesicht zu waschen. Tja! Okay, gehen wir ins Wohnzimmer und gucken uns das alles mal an. Diese Truhe könnte eine Menge Zeug enthalten. Ja.
Es ist im Prinzip wie in Resident Evil, jedenfalls in den ersten Teilen. Und ja, nur dass diese Truhe nicht mit uns mitläuft. Ich habe keinen Strom mehr. Wenn ich einen Schalter drücke, passiert nichts. Seltsam. Seit ein paar Tagen funktionieren weder Fernseher noch Videorekorder. Seit ich diese Albträume habe. Und hier liegt etwas. Sieht aus wie ein Fetzen aus einem Buch. Mann, sieht aus, als wäre es vor einer Ewigkeit geschrieben worden. Okay. Schön, dass ich das Spiel jetzt auf Deutsch habe. Hi. Durch das Ritual der heiligen Himmelfahrt erschuf er eine Welt. Sie existiert in einem Raum getrennt von der Welt unseres Herrn. Genauer gesagt, sie ist darin, jedoch ohne die Welt des Herrn. Doch anders als die Welt unseres Herrn ist sie in äußerstem Fluss. Ah ja. Unerwartete Türen oder Wände, bewegliche Böden, eigenartige Kreaturen, eine Welt, die nur er kontrollieren kann. Wer von dieser Welt verschlungen wird, wird dort für alle Ewigkeit leben, niemals sterbend. Sie werden in diesem Reich als Geist umgehen. Wie kann unser Herr eine solche Scheußlichkeit vergeben? Dieser Teil ist unleserlich geworden. Ist wichtig, in dieser Welt mit wenig Gepäck zu reisen. Wer eine zu schwere Last trägt, wird es bereuen. Dieser Teil ist unleserlich geworden. Ja, es ist im Prinzip ein Hinweis, dass wir nicht jeden Scheiß mitnehmen sollen. Aber ihr kennt mich, ich kann das gar nicht anders. Und hier können wir auch nochmal durchs Fenster gucken. Da sehen wir den Typen ohne Hose, wie auch schon im ersten Let's Play. Und da ist eine Olle. Da sind überall irgendwelche Leute, die irgendwas machen. Aber wie gesagt, es interessiert sich keiner dafür, wie lange wir hier klopfen. Naja, so ist das halt. So, hier haben wir einen Speicherpunkt. Und wie ihr seht, habe ich hier schon mal eine Testaufnahme gemacht. Ob alles funktioniert. Nein, nicht überschreiben. So. Und es funktioniert. So, kein creepy Gesicht mehr an der Wand. Was haben wir hier? Das ist ein Foto von mir als Kind und dann bei meinem Highschool-Abschluss. Wieso hat er Fotos von sich selber? Das ist irgendwie creepy. Und da sieht man schon, die Tür ist etwas versperrt. Deswegen gehen wir da jetzt mal hin, würde ich sagen. Müsste normalerweise eine Cutscene ausgelöst werden. Ja. Vor 5 Tagen, da hatte ich zum ersten Mal diesen Albtraum. Seither kann ich nicht mehr meine Wohnung verlassen. Das Telefon ist tot, der Fernseher auch. Selbst wenn ich schreie, hört mich niemand. Meine ganze Welt ist plötzlich total verrückt. Die Tür ist zugekettet, die Fenster sind versiegelt. Und zudem hat jemand die Tür mit einer Kette von innen verschlossen. Wie komme ich hier nur heraus? Geh nicht hinaus, Walter. What's Standardspruch. going on here? Das ist Harrys Standardspruch. Das ist Eileen Galvin von nebenan. Changes before the party. Und da sehen wir blutige Handabdrücke und was die bedeuten, das werdet ihr im Laufe der Geschichte verstehen, falls ihr das erste Let's Play noch nicht gesehen habt. Was war das? Tja, was war das? Was war das bloß, Henry? Was war das? Hier war es nicht drin. Trotzdem möchte ich mich hier umgucken. Ah! Da liegen Werkzeuge und andere Sachen auf dem Boden. Ja. Sonst gibt es hier nichts. Deswegen gehen wir doch mal ins Badezimmer. Und das ist das Schlafzimmer. Und ich bin ein Vollidiot. Ja, Orientierung. Ihr kennt das. Ja, das ist das alte Spiel wieder. Wird sich nie ändern. Standardspruch.
making it out this way. Und wir hören Geräusche aus dem Loch. Und das Interessante ist, das Loch wird immer größer mit der Zeit. Warum das so ist, weiß ich nicht. Nicht mal ich weiß das. Aber bevor ich jetzt in dieses Loch gehe, werde ich speichern. Ach, ich habe ja auch Quick Saves mit der PS2-Emulator. Das ist natürlich äußerst praktisch. Denn, kann ich auch rennen in meinem Apartment? Ich schätze nicht. Denn, ja, ne, wenn ich jetzt gleich meine Aufnahme beende, dann kann ich speichern, ohne immer wieder in mein Zimmer zurück zu müssen. Wir werden ja aber trotzdem oft genug wieder zurück müssen, um eben zu viele Gegenstände abzulegen, die wir nicht brauchen. Und, ach ja, genau. Entschuldigung, ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen, da liegt doch was. Was ist das? Ein Zettel, würde ich mal sagen. Mutti, warum wachst du nicht auf? Der erste Brief, ja. Was kann damit gemeint sein? Kenner der Serie? Nein, hier lang. Kenner der Serie wissen, was ich meine. Aber, naja. Ja, gehen wir doch mal in das Loch, wo creepy Geisterstimmen rauskommen. Das Abwasserrohr ist auch kaputt. Sie haben ein Stahlrohr. 19 cm langes Stahlrohr. Nicht sehr wirkungsvoll, aber relativ leicht zu benutzen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie man es ausrüstet. Das werde ich gleich mal prüfen. Ganz schön enges Loch. Na, okay, es ist doch nicht so eng. Jetzt so. Das wäre witzig. Ach ja, genau, beim ersten Mal muss man noch selber kriechen. Ich vergaß. Hey, da hinten sind Bildfehler, glaube ich jedenfalls. Und noch mehr creepy Sounds. Mich das ankotzen, durch so ein langes Rohr klettern zu müssen. Und wir sind da. Ach, Henry, du mit deinem What the hell? Total geil. Ja, ich würde sagen, willkommen in der Subway-Welt. Wie rüstet sich das denn jetzt aus? Ah, okay. Das hier ist die Angriffshaltung. Kann auch einen Schlag aufladen. Ah! Oh, nur noch eine Minute, das ist schlecht. Oh, ich kann sogar meine Sicht wechseln. Ja, das ist doch mal praktisch. So, da hinten steht jemand. Ah, ja, okay. Wir gucken uns die Cutscene noch an und dann soll das reichen. Wie rennt man noch gleich? Moment, hier. Irgendwie muss man noch rennen können. Kreis rennt man, okay. Ah, okay, damit kann ich leben. Hey, Alte! Lang nicht gesehen! Who are you? What's your name? Henry. And you? This is my dream, and you don't even know my name. It's Cynthia. Titten! Your dream.
That's right. This is just a dream. And a really terrible one. Ich wette, für die Mucke kriege ich auch einen Strike. Ah, meine IOP. This is a dream, huh? So. Well, if it's not a dream, what is it? Anyway, I want to get out of here, but I can't find the exit. Say, will you help me find it? I'm kind of scared all alone. I'll do a special favor for you later. It's just a dream, so I might as well have some fun. Das ist so eine Schlampe und ich hoffe, dass ich hier keinen Strike für kriege, für die Musik. Auch wenn ich das leider befürchte. Apropos Karte, er malt sich selber eine, das ist sehr praktisch. So muss man nicht die nervigen Karten so umgehen. Achso, genau. Die Cutscene ist vorbei und ich habe schon wieder vergessen, dass ich den Part eigentlich beenden wollte. Ja. Okay, ihr wisst, wie das so mit dem ersten Part ist. Da passiert noch nicht viel. Aber im nächsten Part wird auf jeden Fall was passieren. Und deswegen würde ich euch bitten, morgen wieder einzuschalten um 16 Uhr, wenn es weitergeht mit Silent Hill 4 The Room Replay. Ja. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Tempelmaster.